So leben die jüngsten Milliardäre der Welt privat. Ich möchte mit ihr Milliardär sein und privat leben. Ganz, ganz wichtig. Mit dieser 2095 Menschen. So viele Milliardäre gab es nach Zählung des Forbes Magazine im Jahr 2020 weltweit. Und sie kontrollierten ein Vermögen von unfassbaren 8 Billiarden Dollar. 8 Billiarden Dollar? Digga, so viel zahlt Monte an Steuern im Jahr. Kein Wunder, dass diese elitäre Gruppe sich ein Leben im absoluten Luxus gönnt. Gibt es Milliardäre, die nicht so reich sind? Digga, gibt es Milliardäre, die nicht so reich leben? Wisst ihr, was ich meine? Also die nicht so krass luxuriös leben, meine ich. Das meine ich, Digga. What the fuck? Und Clip. Ah, schickt es. Ah, er hat sich versprochen. Ah. Yeah. Wir wollen heute aber mal einen Blick auf die Jüngsten unter ihnen werfen und zeigen euch, wie die reichsten Jugendlichen und junge Erwachsene der Welt privat leben. Beginnen wir unsere Liste mit Bobby Messner. Ich dachte gerade, das wäre KS-Freak, aber der hat ja gar keine Milliarden, der ist ja privat. Der 25-Jährige ist nicht nur YouTuber, er ist vor allem der Sohn von Unternehmer Tom Messner, dem Gründer des SAE-Instituts. Das habe ich schon so oft gesehen und ich weiß nicht, was es ist. Einer Akademie für zukünftige Musikproduzenten und Toningenieure. Ach ja, das kenne ich. Sein Vermögen wird auf 1 Milliarde Dollar geschätzt. What the und fuck? Von dem Geld profitiert vor allem sein Sohn Bobby. Denn obwohl der 25-Jährige selbst von einer Karriere als Filmemacher träumt, lebt er noch immer von dem Geld seines Vaters. Und das offenbar sehr gut. Denn dem jungen Australier steht nicht nur ein 7 Millionen Dollar teures Townhouse in London zur Verfügung. Sein Natürlich. Vater besitzt auch eine Villa in Saint-Tropez, ein riesiges Anwesen in L.A., ein Apartment in Monaco, deutsche Pop for Life, und ein Privatjet für 50 Millionen Dollar. Wer braucht denn ein Privatjet? Man kann doch einfach mit dem Zug fahren. Und diesen Luxus genießt Messner auch in vollen Zügen. Er feiert regelmäßig ausschweifende Partys auf Ibiza oder in Las Vegas und fliegt mit seinen Freunden im Privatjet um den Globus. Und das übrigens auch während einer weltweiten Pandemie. Vorbild. Denn obwohl die meisten Menschen im letzten Jahr gezwungen waren, ihre Zeit zu Hause zu verbringen oder sogar schwere finanzielle Verluste hinnehmen mussten, verbrachte der 25-Jährige seine Zeit in Saint-Tropez. Dort lebte er ein Leben im absoluten Luxus. Er feierte extravagante Partys in den Beachclubs, hing mit seinen Freunden auf der Yacht seines Vaters ab und kümmerte sich auch nicht um Abstandsregeln. Zu allem Überfluss protzte er auf YouTube auch noch mit seinem Lifestyle. Sehr cool. Was ihm verständlicherweise viel Kritik einbrachte. Warum denn? Lass den doch reich sein. Trotzdem lässt sich Messner davon nicht beirren. Und obwohl er angeblich schon 2 Monate in einem japanischen Gefängnis saß, weil er illegale Substanzen im Gepäck hatte, lebt er weiterhin auf der Überholspur. Im krassen Gegensatz dazu steht allerdings der Lifestyle eines anderen Jungen mit milliardenschweren Vater. Denn auch der 17-jährige Kronprinz Moulay Hassan von Marokko wurde... Digga, der ist 9 oder sowas. Doch mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Digga, ich bin mit einer hölzernen Faust im Arsch geboren worden. Keine Ahnung, Alter. Wieder Aussage. Das Vermögen der Familie beläuft sich auf etwa 5,7 Milliarden Dollar. Junge. Doch anstatt mit diesem Reichtum zu protzen, erfüllt der Chat, das ist nicht Obama. Jugendliche. Das ist nicht Obama, Digga. Wieso schreibst du Obama in den Chat? Der sieht nicht mal ansatzweise aus wie Obama. Schon jetzt viele repräsentative Posten. Er ist sich der Verantwortung bewusst. Das ist doch nicht Obama. Und vertritt seinen Vater bei offiziellen Staatsempfängen souverän. Aber natürlich muss auch der 17-jährige Kronprinz nicht auf Luxus verzichten. So reist er zu Staatsbesuchen ganz... Alter, ein Privatjet hebt so krass ab! ...standesgemäß mit seiner Gulfstream G605...
Das heißt Gulfstream. 50 im Wert von 67 Millionen Dollar um die Welt. Und damit ihm dabei nichts passiert, ist der Jet mit einem israelischen Raketenabwehrsystem im Wert von ganzen 20 Millionen Dollar ausgestattet. Chillig, Digga. Auch im Familienurlaub verzichtet die Familie nicht auf Luxus. Und während einer Reise auf die griechische Insel Skiathos im Juli 2019 mieteten sie eine Luxusjacht namens Serenity, die pro Woche 550.000 Euro kostete. Was? Kommen wir nun zu einem Mann, der innerhalb von nur 5 Jahren ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen aufgebaut hat. Wieso kommen da keine Bilder von mir, Digga? Wieso bin ich einfach nur Millionär und nicht Milliardär? Was mache ich denn falsch? Wie cringe einfach. Wie cringe, dass ich nicht Milliardär bin. Wie cringe, wie unangenehm, was für ein verdammter Loser bin ich. Die Rede ist von dem indischen Milliardär Ritesh Agarwal, dem Gründer von Oyo, einer der größten Hotelketten der Welt. Über Agarwals Privatleben ist zwar kaum etwas bekannt, doch sein Werdegang ist extrem beeindruckend. Ja, auch das ist nicht Obama-Chat. Deswegen wollen wir ihn euch auch nicht vorenthalten, der heute 27-Jährige. Der ist 27! Wurde nämlich in einer kleinen Stadt in Ostindien geboren und wuchs dort in ärmlichen Verhältnissen auf. Mit 18 hatte er keinen Job und verließ die Uni in Delhi aufgrund von schlechten Noten. Doch es sollte noch schlimmer kommen, denn als er sich aus Versehen aus seiner Wohnung aussperrte, musste er sich mit gerade einmal 50 Cent in der Tasche ein Hotelzimmer suchen. An diesem Punkt nahm sein Leben eine 180-Grad-Wendung, denn sein Zimmer war alles andere als komfortabel. Die Laken waren dreckig, er hatte keinen Strom und kein Wasser und daran wollte er etwas ändern. Okay. Was er übrigens auch tat. Gemeinsam mit dem Hotelbesitzer renovierte er das Gebäude und stellte es auf einer eigenen Website online. Das Hotel wurde so gut angenommen, dass er sein Konzept auch auf andere Herbergen übertrug. Mit gerade einmal 19 Jahren gründete er dann die Hotelkette Oyo und war mit 24 Jahren bereits krass. Milliardär. Krass. Heute besitzt er unfassbare 46.000 Hotels auf 46.000 Hotels. Junge, what? Auf der ganzen Welt und hat 350.000 Menschen einen neuen Job gegeben. Was? Trotzdem lebt Agarwal noch immer relativ bescheiden und pflegt eine gute Beziehung zu seinen Angestellten. Ja klar, alle 356.000 Angestellten und er sind so, die sind so, Digga. Die gehen jeden Abend zusammen, gehen die essen. Entschuldigung, ich würde jetzt hier das Restaurant, Digga. So veranstaltet er Quizrunden mit seinen Mitarbeitern und stellt ihnen Freizeitangebote zur Verfügung. Der Milliardär legt auch keinen Wert auf Luxusgegenstände und besitzt bis heute keinen Führerschein. Deswegen hat er auch noch nicht mal ein eigenes Auto. Weiter geht's mit Kylie Jenner. Obwohl das Forbes Magazine sie letztes Jahr erst wieder von der Liste der Milliardäre gestrichen hatte. Wie kann man denn 1 Milliarde verlieren? Also wie kann man denn 1 Milliarde haben und dann nicht mehr? Wie dürfte sie in diesem Jahr die Milliarde tatsächlich geknackt haben? Denn alleine im... Das ist nicht Obama-Chat, das ist Kylie Jenner, hört auf. Krisenjahr 2020 hat Jenner so gut verdient wie kein anderer Promi. Satte 590 Millionen Dollar Was? Soll die Schwester von Kim Kardashian eingenommen haben. Womit? Das ist doch nicht Michelle Obama, nein. Digga, womit? No joke, ich mach meine eigene Kosmetikserie und einen OnlyFans-Account, mir reicht's. Kein Wunder also, dass sich die 23-Jährige von ihrem Vermögen jede Menge Luxus gönnt. So ist sie erst im letzten Jahr in ihr neues 36 Millionen Dollar teures Anwesen in L.A. gezogen, das fast 1800 Quadratmeter. Ja, true, diese Videos haben keine Quellenangaben, es könnte doch alles gelogen sein. Der große Anwesen im Nobelstadtteil Holmy Hills bewohnt sie gemeinsam mit ihrer Tochter Stormy. Es verfügt über 7 Schlafzimmer und ganze 14 Bäder.
Ist sie noch mit Travis? Ja, ne? In der Mitte der Megavilla befindet sich zudem ein riesiger Pool mit jeder Menge Platz zum Sonnen sowie einem Outdoor-Kino. Auch ihr Kleiderschrank, der gleich mehrere Räume einnimmt, hält jede Menge Luxus bereit. Allein ihre umfassende Handtaschensammlung mit seltenen Sonderstücken von Chanel, Hermes, Louis Vuitton und Fendi soll insgesamt unglaubliche 1 Million Junge, die und Travis haben mehr Pausen als meine Schule. Dollar wert sein. Und auch wenn die Selfmade-Milliardärin zur Arbeit fährt. Ja, Selfmade-Milliardärin ist halt immer das Ding. Also no joke, wenn dir jetzt dein Dad einfach 10 Millionen Euro Spielgeld gibt und du daraus 1 Milliarde machst, yo. Krass. So, dein Dad hat Reichweite, du auch. Oh, du hast geschafft, Milliardär zu werden. Selfmade, ja. Also weiß ich jetzt nicht. Hat sie stets die Qual der Wahl. Sie besitzt einen riesigen 14 Millionen Dollar teuren Fuhrpark mit einem Bugatti Chiron im Wert von 3 Millionen Dollar, einem orangefarbenen Lamborghini Aventador. Trimax macht Auge. Ach, wie heißt der Standard, Max Standardskill? Und sogar einen seltenen 1,5 Millionen Dollar teuren LaFerrari Aperta. Und während normale Menschen im letzten Jahr vermutlich meistens zu Hause blieben, das sieht aber auch sehr chillig aus, reiste Kylie 2020 mit ihrer Familie an die schönsten Orte. Das wirst du niemals sein, haha. Warum? 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 Warum, Chat? Warum? Der Welt darf. Warum wieder Boba? Was ist los? Sie sogar in ihrem eigenen rosafarbenen Privatjet für unglaubliche 72 Millionen Dollar. Kommen wir als nächstes zu Rashid Belhassa. Der 19-Jährige ist nicht nur erfolgreicher YouTuber und eine Social-Media-Persönlichkeit mit mehreren Millionen Followern, sondern auch der Sohn von Scheich Ahmed Belhassa. Der Geschäftsmann aus Dubai soll fast 4 Milliarden Dollar schwer sein und ermöglicht seinem Sohn ein Leben im absoluten Luxus. Money Kicks, wie er sich auf Instagram und YouTube nennt, lebt auch noch immer im Luxusanwesen seiner Eltern auf Palm Island in Dubai. Doch das Anwesen ist nicht einfach nur eine extrem extravagante Villa. Digga, was ist das? Was haben die sich da gebaut? Was ist das für ein Haus, Junge? Deutsche Bundestag, einfach Bro. Der Typ hat einfach Minecraft Creative Mode angeturnt, hat gesagt, Amenakum, ich baue aus Sandstein, baue ich mir einfach eine Burg. Digga, Bro, der ist einfach Creative Mode durchgedreht, der Typ, was ist das? Stattdessen hat Scheich... Ah, chillig, Digga. Hey, Schatz, hast du heute den Tiger gefüttert? Wir haben einen Tiger? Ahmed Belhassa, dort einen riesigen... wegen Zoo anlegen lassen mit über 140 verschiedenen Tieren, darunter Tiger, Löwen und Affen. Und obwohl der Zoo eigentlich privat ist, bekommt Rashid hier immer wieder Besuch von prominenten Persönlichkeiten wie Mariah Carey, Boxlegende Floyd Mayweather. Er hat Floyd Mayweather gestern verloren oder gewonnen eigentlich? Oder Fußballstar Paul Pogba. Und auch der Kleiderschrank des 19-Jährigen ist alles andere als gewöhnlich. Angeblich soll alleine seine unfassbare Sneakersammlung 1 Million Dollar wert sein. Und seine Luxusschuhe bewahrt er natürlich nicht einfach in einem Schrank auf. Nee. Stattdessen hat er ein ganzes Zimmer herrichten lassen, in denen er seine Schuhe standesgemäß präsentiert. Das absolute Highlight sind allerdings seine Autos. Rashid bekam zum Beispiel zum 16. Geburtstag einen Ferrari F12 Berlinetta geschenkt, den er auffällig mit einem Louis Vuitton und Supreme Print folieren ließ. An der Stelle nochmal ganz liebe Grüße, Geld kauft keinen Geschmack. Und obwohl er den Wagen nie selbst offiziell fahren durfte, weil auch in Dubai das Fahren auf öffentlichen Straßen erst ab 18 erlaubt ist, ist der Wagen mittlerweile schon nicht mehr aktuell. Stattdessen bekam er zum 18. Geburtstag einen Rolls-Royce geschenkt, den er dann in mit Dior-Print. Dior-Optik folieren ließ. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr so von dem Lifestyle der Milliardäre haltet. Wir sind mal auf eure Meinung gespannt und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut. Sehr, 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 sehr weak.